Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und ihr habt es am Titel schon gesehen. Heute ist Home Alone für das Super Nintendo dran. Das hat sich Murdys World gewünscht. An dieser Stelle vielen Dank für deinen Wunsch. Vorweg, wenn ihr auch einen Wunsch habt, egal ob 8 oder 16-Bit, es sollte ein schlechtes oder ein absolut schweres Spiel sein für diese Serie, dann haut's einfach in die Kommentare rein. Ich freue mich immer nach neuen Anregungen. Und ja, Home Alone, ich habe ja schon die Super Nintendo-Version spiele ich ja jetzt, die NES- und die Gameboy-Version gespielt. Und die waren beide nicht so wirklich gut und deswegen wird es mal höchste Zeit, das Trio, sage ich mal, komplett durchzumachen und hier mal jetzt einzusteigen. Ich bin mal gespannt, was hier wartet. Ich schätze mal, es wird sich jetzt nicht komplett anders spielen als die anderen Spiele. Aber gucken wir mal. Also grafisch sieht es gar nicht so verkehrt aus. Okay. Wir haben hier eine Wasserpistole. Es sieht, glaube ich, sehr analog zu dem Gameboy-Titel aus. Ich glaube, da hatten wir auch eine Wasserpistole. Das ist schon so länger her, dass ich die Spiele gespielt habe. Aber ich befürchte, guckt euch mal an, was für eine Reichweite das ist. Also, könnte schwierig sein. Gut, das Springen an sich ist in Ordnung. Und ich muss wahrscheinlich, nehme ich mal fast an, wieder hier irgendwie Sachen einsammeln. Gehen wir mal hier zu der Tür raus. Die meisten Home Alone Spiele drehen sich ja darum, dass man hier irgendwie durchläuft und die Sachen einsammelt. Okay. Und anscheinend hier dann runterwirft, damit die dann quasi im Keller gesichert sind. Ne? Das ist so der grobe Ablauf. Und hat jetzt, finde ich, nicht unbedingt was mit Home Alone zu tun. Und ich frage mich, was diese Gangster hier sein sollen, ehrlich gesagt. Ich versuche hier. Okay, hier ist die Zwille. Okay, die Zwille bringt auch nichts. Springt sie hier ab. Ich frage mich nur, die Diebe. Wie heißen sie nochmal? Die hier, die Waschbecken-Volllaufdiebe. So sehen die nicht aus. Okay. Ha! Ich bin etwas verwirrt. Und dann gibt es hier noch so viele davon. Okay, kann ich hier vielleicht mal gucken, so. Hehe, guck mal hier. Rutscht da mal aus. Ne? Ah, jetzt hätte ich wahrscheinlich den Diamant da jetzt irgendwie auf dem Boden lassen sollen. Die stehen ja auch nur blöd rum, oder? Das. Okay. Also, es scheint auf jeden Fall rätsellastiger zu sein, nenne ich es einfach mal. So. Ich wollte auf den Stuhl springen. Vom Sprite her hätte das doch passen müssen, oder nicht? Okay, also, ich kann einfach so drüber springen. Beste Diebe ever. Kann man das Klo benutzen? Ja, im Klo ist natürlich Geld versteckt. Natürlich. Okay. Also ich finde es gerade, ehrlich gesagt, relativ langweilig. Das hier ist ja gar keine Action irgendwie drin. Ich meine, die Diebe, die sind relativ bewegungslos. Ich laufe hier halt rum, benutze irgendwelche Möbelstücke. Ah, okay. Okay, das Springen ist so ein bisschen rutschig, würde ich sagen. Okay. Also, da waren die anderen Teile aber zumindest irgendwie herausfordernder. Okay, ich wurde erwischt. Gut, sagte er und starb, so nach dem Motto. Okay. Ich habe aber immer noch die Sachen im Rucksack. Okay. Die erwischen mich, aber lassen mir das ganze wertvolle Kram. Macht Sinn. Beste Diebe ever, würde ich mal sagen. Okay, was haben wir hier? Ja. Aber ich komme immer noch nicht über das Design der Diebe hinweg, ohne Scheiß. Was soll denn das? Kann ich hier vielleicht nicht, genau, wollte ich gerade sagen, Schublade bestimmt aufmachen, dass ich da irgendwie hoch kann. Okay, man muss irgendwie herausfinden, wie man an die Sachen rankommt.
weiß nicht. Also, man hätte da wirklich so viel draus machen können. Es ist gerade hier mein Controller. Spinnt gerade etwas rum, deswegen entschuldigt. Das Rennen ist, soll natürlich nicht so sein. Okay, jetzt gehe ich hier in den Keller und sicher die Sachen. Oder, ah ne, Keller ist es noch nicht. Okay, da brauche ich einen Schlüssel. Okay, es ist also hier so ein bisschen erkunden. Ah, da haben wir doch hier endlich einen der Diebe. Aber wieso haben die da... Wieso greift er so nach unten? Sieht irgendwie seltsam aus. Okay. Jetzt warte ich mal. Zack. Und tschüss. Da sieht immerhin so ein bisschen danach aus, aber... Also ich weiß nicht, also es ist jetzt kein kompletter Müll, muss ich sagen, das Spiel. Okay, da sind Fallen versteckt, aber die verletzen mich, aber ich habe doch die Fallen theoretisch ausgelegt. Also ich finde, man hätte mit dem Franchise einfach was richtig Gutes machen können, indem man irgendwie so eine Art Fallenbausimulator irgendwie machen hätte gemacht. So nach dem Motto, hier hast du 10 Minuten Zeit, befestige das Haus und dann kommen die da rein. Ne? So ein bisschen strategiemäßig, nenne ich es mal. Aber... Also entweder erschließt sich jetzt hier für mich irgendwie der Spielsinn nicht so richtig. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Irgendwie fehlt mir hier das gewisse Etwas. Mir würde es wahrscheinlich, denke mal, verschiedene Level geben, ne? Dass man irgendwie dann in Karten muss und sowas. Panzerschrank ist natürlich zu. Kann das irgendwie knacken? Ich frage mich, man hat verschiedene Waffen. Das ist hier der andere. Ich hätte vielleicht mal die Namen parat haben müssen, aber irgendwie... Ich weiß nicht. Das Spiel ist irgendwie bescheuert. Also, auch wenn ich mich wiederhole, es ist nicht schlecht, ne? Aber es ist irgendwie nicht passend und irgendwie so... Meh. Da hätte man auch besser irgendwie 0815 Plattformer machen können. Gut, mit den Hausaufteilungen natürlich die Räume, dass sie nicht so aussehen, sieht irgendwie sehr seltsam aus, klar. Ah, die Wasserpistole bringt doch was. Was sind das für Diebe, die sich denn angespritzt von einer Wasserpistole denn irgendwann denn so hindicken? Nein, ducken. Nein, ich bin das. Nein. Also ich weiß nicht. Ich glaube, es macht auch keinen großen Sinn, hier noch groß weiterzuspielen, weil irgendwie... ist es irgendwie langweilig. Es ist jetzt vielleicht nicht schlecht, es ist eine komische Designentscheidung, dass man so ein Spiel so umsetzt. Aber... Ich weiß nicht. Also gefühlt waren die anderen Spiele schlechter. Kann auch sein, dass ich jetzt über die Jahre milder geworden bin und ich schon so viel Mist quasi hier in dieser Serie gespielt habe, dass es nicht mehr so schockt. Aber ja, naja, aber trotzdem kein gutes Spiel. Guckt euch lieber den Film an auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.